Gut, dann schönen guten Morgen zur Geschichte der Mathematik. Mein Name ist Andreas Frohns, das ist der Kollege Willi Dörfler, aber die meisten kennen uns ja wahrscheinlich schon. Was wird heute gemacht? Ganz kurze Vorbemerkungen am Anfang. Zielgruppe, Leistungsanforderungen und was sind die Vorlesungstermine und wie teilt sich das so auf? Und dann so ein paar einleitende Worte dazu, so überhaupt zum Thema Geschichte der Mathematik. Und dann geht es direkt los mit der eigentlichen ersten Vorlesung. Ich habe ja so die ältere Geschichte abbekommen und fange dann an mit Frühgeschichte und Antike. Und das ist im Wesentlichen auch das, was ich mache. Und dann geht es später weiter mit Herrn Dörfler. Ja, also wer ist die Zielgruppe? Auf jeden Fall mal alle Lehramtsstudiengänge. Als Vorlesung steht das als Pflicht der Veranstaltung drin im Bachelor-Lehramtsstudium-Unterrichtsfach für das 7. oder 8. Semester, glaube ich. Man kann das aber natürlich auch vorher machen, weil es gibt jetzt keine formalen Voraussetzungen. Inhaltliche Voraussetzungen für den ersten Teil würde ich sagen, so abgeschlossene Mittelstufe wäre nicht schlecht, so einer österreichischen AHS, sonst könnte es schwierig werden. Man darf das auch studieren im Bachelorstudium Technische Mathematik als Wahlpflichtfach im Erweiterungsfach Mathematik im Kontext. Oder wenn man ein anderes Erweiterungsfach hat, dann darf man ja auch 2 Stunden aus einem anderen Erweiterungsfach nehmen. Also wenn Sie jetzt da Informatik haben, dürften Sie auch die Lehrveranstaltung besuchen als Lehrveranstaltung aus einem weiteren Fach. Und auch in dem Erweiterungskurriculum Grundlagen der Mathematik. Und man kann das auch studieren als freies Wahlfach natürlich in allen anderen Studiengängen aller österreichischen Universitäten. So, was sind die intendierten Ziele? Im Curriculum Bachelor, Lehramt, Sekundarstufe, Allgemeinbildung stehen ja die Ziele quasi schon im Curriculum drin. Da steht, die Absolventinnen verfügen über Kenntnisse der Entstehungsgeschichte mathematischer Begriffe und Lehrsätze und können auf wichtige ideengeschichtliche Konzepte zurückgreifen. So. Insbesondere Willi Dörfler, und ich habe dann gesagt, ja, passt, hat das dann noch etwas näher konkretisiert, beziehungsweise wir interpretieren das so, wichtige Stationen in der Entwicklung der Mathematik in verschiedenen Kulturen, von der Antike bis zur Neuzeit, sollen Sie kennen und Einsicht in das Gewordensein von Mathematik als kulturelles Artefakt und in Verbindung zu anderen Wissensbereichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen. Darum soll es so grob gehen. So, was sind die Leistungsanforderungen? Das ist ja eine Vorlesung. Das heißt, es besteht keine Anwesenheitspflicht. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn wir nicht vor dem leeren Hörsaal reden. Und es wird dann eine Prüfung geben am Ende des Semesters, ohne Unterlagen, dauert 2 Stunden. Und es gibt dann 6 Fragen, die über den Stoff verteilt sind. Also wir teilen das ganz brüderlich auf. 3 Fragen für meinen Teil, also die ältere Geschichte. Und dann 3 Fragen für die nicht ganz so alte Geschichte, weil aber auch noch relativ alt, weil wir kommen gar nicht so weit. Und das wird dann irgendwann jetzt zu mathematisch. So, wie sind die Vorlesungstermine und wer macht die? Also Frühgeschichte, Antike, Altertum sind mal bis 23.11. Dass da mal am 16.11. kein Termin ist, das ist normal. Da bin ich quasi nicht da. Und wir haben das ja jetzt etwas stärker geblockt. Da steht 9 bis 12 Uhr, da können wir aber gleich auch noch drüber reden. Wir können zum Beispiel um 9 Uhr Punkt anfangen und es sind dann ja nur 3 mal 45 Minuten zu machen. Und ich würde aber sagen, weil das doch relativ lange am Stück ist, machen wir zwischendurch dann immer mal 10 Minuten Pause. Aber selbst mit den 10 Minuten Pause wird es sich noch ausgehen, wenn wir um 9.15 Uhr anfangen. Das ist mir quasi wurscht, da können wir gleich überlegen, ob Sie lieber eine Viertelstunde länger schlafen wollen oder lieber eine Viertelstunde früher fertig sein. Das ist mir im Prinzip egal. In der zweiten Hälfte des Semesters sind dann die Termine nachmittags. Steht da auch. Ab 30.11. Und Sie sehen auch, dass da einen Termin wir eigentlich noch mehr hätten. Das ist jetzt mal als Puffertermin. Es könnte sein, dass wir den Tag dann für die Prüfung nehmen, wobei das dann ja nicht unbedingt diese 13 bis 16 Uhr Zeiten sein müssen. Ich glaube, da haben auch einige, haben 13 bis 16 Uhr das PPS 1, das ist da am 25.01. auf jeden Fall, da müsste man dann gucken. Und ansonsten ist aber so ein Puffertermin auch nicht schlecht, falls doch noch mal irgendwo ausfällt oder so. Und so ist das halt gedacht.
Also Sie sehen, der Jüngere die ältere Geschichte, der Ältere die jüngere Geschichte und wir hören so frühe Neuzeit auf. Dann die Sitzungen sind 3x45 Minuten, macht 135 Minuten. Wann wollen Sie anfangen? Wer ist für 9 Uhr Punkt? Okay, fangen wir 9 Uhr Punkt an. So, das ging flott. Dann, der Lehrveranstaltung ist ein Tutor zugeteilt, es gibt aber kein Tutorium. Der Herr Scheiber, der unterstützt mich eher so ein bisschen insgesamt bei der ganzen Vorbereitung der Lehrveranstaltung. Und andererseits, zumindest in meinen Sitzungen, ich weiß nicht genau, wie der Willi das dann machen wird, Herr Dörfler das dann machen wird, habe ich gedacht, das ist ein bisschen anstrengend, wenn ich Ihnen 135 Minuten lang was erzähle. Und deswegen würde ich eigentlich immer ganz gerne so in jeder Sitzung 30 Minuten bis 45 Minuten haben, dass Sie selber sich mit was beschäftigen. Das ist jetzt aber trotzdem eine Vorlesung, also das ist eine reine Präsenzübung. Das machen Sie, weil es Sie interessiert und weil Sie dann besser in das Thema reinkommen, aber das zählt in keiner Weise in die Note. Das ist, glaube ich, nicht verboten, das so zu machen, aber es zählt dann wirklich nichts für die Note. Das ist nur, weil ich denke, ein bisschen Abwechslung, wenn man 135 Minuten am Stück hat, schadet irgendwie nicht. Und da unterstützt mich eben auch der Herr Scheiber. Und natürlich dürfen Sie ihm, deswegen steht da auch die E-Mail-Adresse, auch schreiben, wenn Sie Fragen zu der Lehrveranstaltung haben und sich nicht trauen, Herrn Dörfler oder mir zu schreiben, wofür es aber eigentlich keinen Grund gibt. Mitschreiben brauchen Sie in meinem Teil eigentlich nichts. Sie sehen vielleicht, dass ich ein Mikrofon trage. Ich nehme die ganze Lehrveranstaltung auf Video auf und Sie können sich das dann gegebenenfalls, also nicht mich jetzt, sondern nur den Bildschirm. Also dann haben Sie nachher so einen Screencast. Ich würde empfehlen, trotzdem in die Vorlesung zu kommen, weil das ist ganz schön anstrengend, sich 135 Minuten ohne jemandens Gesicht anzusehen. Aber man hat das dann noch notfalls, wenn man sagt, man will noch mal was nachgucken. Da denke ich, das ist ganz fair, auch wenn es Überschneidungen gibt. Aber also vielleicht können wir den Deal machen, dass immer mindestens 2 von Ihnen trotzdem in die Vorlesung kommen, damit ich hier nicht vor der leeren Halle reden muss, weil das ist dann etwas unangenehm. Gut, ja, dann komme ich jetzt schon zu den Fragen. Dann komme ich jetzt schon zu den einleitenden Worten. So kleiner Disclaimer, insbesondere falls Geschichtsstudierende anwesend sind. Irgendwer mit Fachgeschichte? Okay. Viele Personen, die sich über die Zeit mit Mathematikgeschichte beschäftigt haben, sind nicht unbedingt Historiker. Und das merkt man manchmal. Und also auch der Willi Dörfler und ich sind jetzt keine ausgebildeten Historiker. Da dürfen Sie jetzt nicht dieselben Ansprüche stellen wie in einer Lehrveranstaltung aus der Geschichte. Der Einzige, der bald formell ausgebildeter Historiker ist, ist der Herr Scheiber. Und der hat halt Mathematik und Geschichte als Fächer. Aber manchmal gibt es dann halt sehr spekulative Aussagen in so Texten von Mathematikern über die Geschichte, wo wahrscheinlich ein Historiker sagen würde, wo kommt das denn jetzt her? Dann für uns allgemein schwierig, ne? Die Mathematik früher Zeit ist halt in anderen Sprachen und Schriften geschrieben. Und die Autoren haben teilweise auch anders gedacht, als wir heute denken. Das ist dann nicht immer so leicht, sich da rein zu versetzen. Und es ist auch teilweise schwierig, das Gesagte oder Geschriebene adäquat dann jetzt mit der Mathematik, wie wir sie heute haben, aufzuschreiben, ohne das dann zu verfälschen. Und schließlich, alte Quellen sind oft gar nicht erhalten oder sie sind nur sehr schlecht von der Qualität erhalten. Und man muss ja auch denken, dass die längste Zeit die Quellen halt immer abgeschrieben worden sind und man jetzt nicht unbedingt die allerersten Abschriften hat, sondern zum Beispiel beim Euklid ja große Teile meiner Meinung nach arabische Abschriften sind, aus denen das dann rekonstruiert worden ist. Und da hat man nicht unbedingt die Originalquellen. Das kann man in so einer zweistündigen Vorlesung aber nicht ständig irgendwie dazu sagen oder immer sagen, man meint, dass es so sein könnte, sondern wir werden dann irgendwann einfach sagen, naja, so und so ist es. Obwohl, wenn man genauer hinguckt, das dann wahrscheinlich nochmal wieder komplizierter ist. Jetzt die erste Vorlesung bin ich eigentlich relativ streng mit sowas. Also da gehe ich immer ganz genau auf die Quellen ein und versuche auch so ein bisschen Ihnen klarzumachen, wie kommt man eigentlich zu den Aussagen. Aber das kann man nicht ständig machen, sonst sind wir in 6 Wochen immer noch bei den Babyloniern. Und wir wollen ja auch irgendwann nochmal zu Leibniz und Newton kommen, nehme ich an. Das wäre ja ein schöner, krönender Abschluss. Gut, das war mal die eine Vorbemerkung. Dann vielleicht das noch.
womit beschäftigt sich die Geschichte der Mathematik, ist jetzt nicht so überraschend. Mit der Geschichte mathematischer Probleme, zum Beispiel die Lösen von Gleichungen, wichtiger Begriffe wie dem Zahlbegriff und wichtiger Teilgebiete. Es gibt auch einige Leute, die teilen dann die Geschichte der Mathematik-Vorlesung so auf, dass man erstmal macht man Geschichte der Arithmetik, dann macht man Geschichte der Geometrie und so weiter. Dann geht man quasi den Zeitgang immer so durch. Aber das ist teilweise gar nicht so leicht, das dann auch zu trennen. Also jetzt zum Beispiel bei den Griechen Geometrie von Algebra trennen, wäre irgendwie Käse, weil das so eng miteinander zusammenhängt. Also wir gehen schon eher chronologisch einfach vor. Wir fangen ganz früh an und hören dann irgendwann bei Leibniz und Newton auf. Beziehung zu Naturwissenschaften, insbesondere Astronomie und Physik, hat lange Zeit eine große Rolle gespielt. Das war ja ganz eng beieinander und waren ja auch nicht unbedingt immer so getrennte Disziplinen. Biografien von Mathematikern gibt es natürlich Leute oder Mathematikerinnen, die sich dafür interessieren. Institutionengeschichte gibt es natürlich auch. Man kann sich fragen, wie ist das überhaupt gekommen, dass die Mathematik an meinetwegen deutschen Universitäten einen festen Platz bekommen hat. Woran hat das gelegen? Dann ganz wichtig, Wechselwirkung mit dem gesellschaftlichen Umfeld, politische Entwicklung, Entwicklung in der Technik, die dann auch wieder die Entwicklung von Mathematik beeinflussen. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie Geschichte der Schulmathematik oder Mathematik in der Bildung. Da schreibt zum Beispiel der Herr Scheiber über die Geschichte der Zentralmatura in Österreich. Nicht der Zentralmatura, sage ich schon, der Matura überhaupt. So, also von den Anfängen bis zur Zentralmatura seine Diplomarbeit drüber. Ja, und das Studium von Quellentexten lässt sich irgendwie in der Geschichte auch nicht so richtig vermeiden. Ist jetzt nicht so verblüffend. Ich glaube, mit den Vorbemerkungen war es das schon. Schaue ich mal in meine Spickzettel. Ob ich jetzt sagen muss, Willi soll gehen? Nein. also vielleicht das noch hier, diese Entwicklungslinien. Das ist schon was, wo man sagen kann, das kann man auch anders sehen. Ich würde mal sagen, lange Zeit sind zumindest die beiden rechten Äste eher ignoriert worden. Also hier die Chinesen und Mayas. Und Sie könnten sich jetzt noch so rechts daneben auch noch denken, Ethnomathematik. Mathematik der Völker in Afrika oder sowas. Lange Zeit hat man sich das gar nicht angesehen. Da war das eigentlich nur Ägypter, Babylonier, Inder und dann weiter. Also so ein bisschen eurozentrisch das Ganze, wie ja überhaupt in der Geschichtsschreibung wahrscheinlich das teilweise auch ein Problem ist. So hängt aber auch teilweise, das sehen wir dann auch noch mit der etwas unterschiedlichen Quellenlage zusammen. Die Babylonier zum Beispiel, die alles brav in Ton eingeritzt haben, das hat natürlich Vorteile, was so das Überdauern der Quellen angeht, als wenn da einer auf irgendwelche Blätter schreibt. Das hält sich nicht so lange. Gut, und irgendwann gibt es dann Weltmathematik, aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin. So, und außerdem, mich interessiert nur das, alles andere muss der Herr Dörfler machen. So, also das ist jetzt unser Programm. Wobei hier zu diesem Ast Mayas und so, da sage ich nicht so viel. Also eigentlich sage ich nur was zu Ägypter, Babylonier, India, Inder, Chinesen und dann Griechen. Und ganz wenig was zu Anfängen der Mathematik in der Steinzeit. Da gibt es nämlich auch nicht sehr viel. Gut, dann fangen wir mal an mit den vorschriftlichen Kulturen. Da hat man relativ wenig Quellen und dementsprechend einiges an Spekulation. Was relativ viel gemacht wird, sind Analogieschlüsse aus der sogenannten Ethnomathematik. Was ist Ethnomathematik? Das sind Ethnographen, die sich mit Aborigines und indigenen und autochthonen Völkern, sagt man, glaube ich, also so Ureinwohner und Stammesvölkern beschäftigen, weil man eben davon ausgeht, dass die immer noch in einer Art und Weise leben, wie die Menschen damals auch im Wesentlichen gelebt haben und man davon ausgeht, dass eben deren mathematische Fähigkeiten und deren mathematische Vorgehensweisen relativ ähnlich sind, wie man sich das in diesen vorschriftlichen Kulturen vorstellen kann. Was ist da überliefert? Naja, im Wesentlichen sowas wie Kehrpölzer, und Pölzer, wo einer reingeritzt hat, wie viele Kühe da vorbeigelaufen sind oder sowas, dann Zählmarken und Rechensteine und als älteste geometrische Artefakte dann so Ornamente, also wo jemand was gezeichnet hat, wo man davon ausgeht, die müssen eigentlich gewisse geometrische Prinzipien wie Symmetrie oder sowas bewusst gewesen sein, sonst hätte er das nicht in der Art und Weise aufzeichnen können. Was das Zählen angeht, gibt es von dem Herrn Damerow eine Aussage,
zum Beispiel zu den Gugu-Yimidir. Das ist ein Aborigine-Volk von der Nordostküste Australiens. Und das ist eigentlich relativ typisch für diese Kulturen, dass es Wörter gibt für 1, 2 und 3. Und 3 kann auch mal für 4 oder für wenige stehen. Und dann gibt es eigentlich als nächste Steigerung nur noch viel oder groß. Und das ist dann so ähnlich auch bei allen anderen Bereichen. Es gibt halt gerade und genau und es gibt krumm und ungenau oder es gibt weit und es gibt eng. Also es gibt schon so Beziehungen, aber das Zählen hört quasi bei irgendeiner Zählschranke einfach auf. Elementares Rechnen gibt es vermutlich seit etwa 10.000 Jahren. Das hängt eben zusammen mit der Sesshaftwerdung. Wenn man anfängt, Ackerbau, Handel und Warentausch zu betreiben, dann muss man auf einmal anfangen, etwas genauer zu zählen und braucht eben Buchhaltung und sowas und fängt dann an zu rechnen. Und sowas wie erste Ansätze für die Bildung abstrakter mathematischer Begriffe, also Quadrat oder sowas, finden Sie wohl erst mit den frühen Hochkulturen. Das wären aber dann ja genau die Sumerer meinetwegen, die Ägypter und eben die Chinesen. Also das ist dann quasi schon die nächste Periode und da setzt dann eigentlich auch die Schrift an. Also man kann sagen, bevor Sie die Schrift nicht haben, haben Sie eigentlich auch keine abstrakten mathematischen Begriffe. So, damit man auch hier was Schönes sieht, das ist der berühmte Ishango-Knochen. Ich glaube, der steht im Louvre, dürfte so circa 20.000 Jahre alt sein. So, jetzt sieht man die 2000 Jahre nach Christus an, man wundert sich aber, warum da 18 steht. Also man weiß halt, der ist ungefähr 20.000 Jahre alt. Gut, und dann diese Zählmarken oder Tokens, das sind diese Dinger hier. Sieht so teilweise ein bisschen aus wie Pfeilspitzen, aber die sind zum Rechnen benutzt worden. Sie müssen das sich so vorstellen, es gab zum Teil so Rechenbretter, wo die das dann so hin und her geschoben haben oder auch einfach im Sand. Und das ist relativ ähnlich wie beim Abakus, aber das schauen wir uns später sowieso noch genauer an. Also das sind so die ältesten Artefakte, die man mathematisch hat. Gut, ich habe vorhin schon gesagt, dass diese Gugu-Yimidir hatten so eine Zählschranke von 5 oder 4. Andere sind bis 10 gekommen und jetzt fragt man sich dann natürlich, wie können die eigentlich komplexe Probleme behandeln. Hier sehen Sie, wie 3 Leute, die bis 10 zählen können, bis zu 1000 Schafe zählen. Einfach so, dass nämlich der Erste mit seinen 2 Händen bis 10 zählt und sobald die 10 voll sind, hebt der Zweite einen Finger. Und dann zählt er wieder bis 10 und dann hebt er noch einen Finger und so weiter. Dann sind Sie irgendwann bei 100 und dann fängt der Dritte an und hebt einen Finger. Also haben Sie quasi so eine Art analoges Fingerdezimalsystem. Das ist allerdings auch wieder was man jetzt nicht aus historischen Quellen belegt hat, sondern auch wieder aus ethnografischen Quellen weiß, dass es Völker gibt, die so zählen und sich dann denkt, das könnte so ähnlich geworden sein. Gut, jetzt, das war eigentlich auch genug Spekuliererei über vorschriftliche Kulturen. Wir kommen jetzt direkt dann zum vorderen Orient, in das Gebiet des heutigen Irak, also nach Mesopotamien. Da haben sie eine sehr gute Quellenlage, also da gibt es wirklich Zehntausende von Tontafeln, die da erhalten sind. Hauptsächlich aus der Zeit des Altbabylonischen Reichs, da sind wir so 2000 bis 1600 vor Christus und einiges auch noch aus dem Neubabylonischen Reich. Grundsätzlich gilt, dass Berechnungsmethoden immer mit konkreten Zahlen beschrieben sind, aber sie erkennen sowas wie numerische Algebra. Also die schreiben zwar Zahlen hin, das ist aber so eine Rechenanweisung und die Zahl ist eigentlich so eine Art Platzhalter. Man weiß dann genau, aha, wenn ich da eine andere Zahl einträge, weiß ich, wie das funktioniert. Und natürlich, oder was heißt natürlich, für diese Zeit ist es anders jetzt, als dann bei den Griechen funktioniert das teilweise schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, dieses Ergebnis stammt von dem Herrn so und so. Also das gibt's nicht. Ja, was ist das überhaupt für eine Zeit? Ich habe mich hier schlau gemacht auf der Seite Mesopotamien Maß oder Mess heißt es, glaube ich, richtig. Ja, also da steht auf Deutsch übersetzt, Mesopotamien hat seinen Namen und verdankt seine Bedeutung den beiden Flüssen Euphrat und Tigris. Ist klar, diese Flüsse schaffen eben ein sehr fruchtbares Gebiet inmitten einer sonstigen Dürre.
Vor etwa 10.000 Jahren setzt jetzt die landwirtschaftliche Revolution ein. Es wird nicht mehr nur Nahrung gesammelt und es werden nicht mehr nur Tiere gejagt, sondern Pflanzen und Tiere werden domestiziert. Die Menschen fangen an, Häuser zu bauen aus Lehm und Schilf und es entstehen die ersten Dörfer und diese Dörfer haben Getreidespeicher und es gibt erste Wertmarkensysteme für Handel und Buchhaltung. Dadurch entsteht jetzt dann auch eben Mathematik. So, wenn man sich das anguckt, das ist eine Riesenzeitspanne, über die wir hier reden. Das fängt an ab ca. 8000 vor Christus und geht dann mit dem Seleukidenreich bis irgendwie so 300 nach Christus. Die wesentlichen Phasen sind aber hier, die wir uns jetzt angucken, ist diese protoliterate Phase, Übergang zu den frühen sumerischen Dynastien. Das ist die Zeit, wo überhaupt Schrift entsteht. Und dann die, wo sehr viel überliefert ist, das ist Altbabylonien. Interessant wäre unter Umständen auch noch dieses Seleukidenreich, astronomische Berechnung, aber das denke ich nicht, dass wir da noch hinkommen. Wir bleiben mal in Altbabylonien. Hier auch noch wichtig, der Alexanderzug, ne? Die Zahl, die sich jeder merkt aus dem Schulunterricht, ne? 333, so, damit man das zeitlich alles mal eingeordnet hat. Also wir gehen jetzt hier rein, Entstehung der Keilschrift, beziehungsweise Vorformen der Keilschrift, Proto-Keilschrift, in Wirtschaftstexten. Das sind also noch keine mathematischen Texte. Und jetzt steht da metrologische Zahlsysteme. Da habe ich jetzt nicht irgendwie Buchstaben vergessen. Das hat nichts mit dem Wetter zu tun. Metrologie ist die Kunde von den Maßen und Gewichten. So, also Maß- und Gewichtszahlsysteme sind das, mit denen wir uns da auseinandersetzen werden. Gut, dann fangen wir mal an. Man soll ja immer Quellenstudium machen. Wir sind jetzt in Uruk, der größten Stadt zu der Zeit, einer der beiden größten, Ur und Uruk. Wirtschaftstext W9393b. An diesen Bezeichnungen können Sie immer sehen, wo die ausgegraben wurden oder wo die stehen. Die hier stehen im Vorderasiatischen Museum in Berlin, da wo auch dieser Pergamon-Tempel steht. Ich hatte als Deutscher das Glück, dass ich da mal hinfahren durfte aufs Klassenfahrt. Das ist schon ganz schön beeindruckend, wobei der Pergamon-Tempel sehr viel später ist als das hier jetzt. Erste systematische Untersuchung zu diesen ganzen Keilschriftdingen gibt es so um 1930 herum. Die sind auch, also wenn sie nicht eh von irgendwelchen windigen Händlern gekauft wurden, so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert da ausgebuddelt worden. Da waren halt sehr viele Grabungen und ein Österreicher hat sich da sehr verdient gemacht, Otto Neugebauer, das war ein Mathematiker, von dem stammt da so die erste wesentliche Veröffentlichung 1935, vorgriechische Mathematik und dann das dreibändige Werk Mathematische Keilschrifttexte 1 bis 3 von 1935 bis 1937 erschienen. Diese proto-keilschriftlichen Texte, also die ganz frühen, die sind allerdings endgültig eigentlich erst in den 1980er Jahren entziffert worden. Also es gab da schon erste Interpretationen, aber da ist sehr viel revidiert worden. Die späteren echten Keilschrifttexte, da sehen wir auch noch Beispiele von, da hat halt der Herr Neugebauer schon viel gemacht und normalerweise wird das auch immer aus diesem, wenn Sie irgendwo sehen, so eine Zitation, MKT, so und so, eins irgendwas, dann ist das, sind das diese Bücher, mathematische Keilschrifttexte von dem Otto Neugebauer. So, aber in den 1980er Jahren hat man halt diese Proto-Keilschrift sich angesehen, die Vorformen aus Uruk. Da gab es ein großes Projekt am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, geleitet von Peter Damero, der war ursprünglich mal Mathematikdidaktiker, und Robert K. Englund, das ist halt ein Assyrologe. Und die haben da im Grunde genommen verschiedene Hypothesen getestet darüber, wie diese Zeichen zu interpretieren sind und dann zum Teil auch mit so Big Data Ansätzen quasi. Also die haben mal gesagt, das könnte das und das heißen und dann haben sie sozusagen das über alle Keilschrifttexte ausprobiert, ob das dann irgendwie konsistent ist von dem Mathematischen. Und das waren halt Möglichkeiten, die der Neugebauer natürlich in der Form noch gar nicht hatte. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch mit vielen schönen Bildern, 5000 Jahre Informationsverarbeitung, frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten vorderen Orient. 30 € können Sie sich zu Weihnachten schenken lassen. So ein Bildband, ganz vielen von diesen Keilschriftdingern. So, aber was ist denn da jetzt abgebildet? Was sehen wir hier? Dann gibt es immer diese Umschreibungen.
Da ist das so etwas klarer mal hingezeichnet. So, da kann man das schon etwas besser erkennen. Man sieht schon, man hat natürlich das Problem, dass da teilweise Sachen beschädigt sind und fehlen. Die sind immer so schraffiert dargestellt. So, also ich behaupte ja jetzt, dass in diesem Wirtschaftstext Zahlzeichen vorkommen. So, und man hat halt identifiziert, was da die Zahlzeichen sind. Nämlich genau diese Zeichen. Jetzt müssen Sie noch immer denken, die typische Art, wie die abgebildet werden, ist immer so hochkant. Gezeichnet worden sind die aber so liegend. Und dann sehen Sie vielleicht, dass das so Becher und sowas sind, die da eigentlich abgebildet sind. Deswegen auch Proto-Keilschrift, weil das ist noch sehr ikonografisch. Also das bildet noch Gegenstände ab und ist noch nicht, also wenn ich jetzt sage Baum und schreibe das hin, dann sieht das ja nicht aus wie ein Baum. So. Und das ist bei der Keilschrift auch. Die Keilschrift sieht auch nicht aus wie die Gegenstände, aber das hier sieht nur aus wie die Gegenstände, deswegen Proto-Keilschrift. Es ist aber auch mit Keilen in die Dinger reingeritzt. Das sind die Zahlzeichen. So, was kann man jetzt weiter noch über diese Tafel sagen? Das ist so, dass Sie oben und unten auf der Tafel haben Sie zwei Summanden auf der linken Tafel und rechts ist die Summe abgebildet. Auf der Rückseite dieser Tafel ist das nämlich. Also das eine ist die Vorderseite, das andere ist die Rückseite. Vorne haben Sie Summanden und hinten haben Sie die Summe. So, jetzt machen wir uns das ein bisschen leichter und malen nur noch alles heraus, was da überhaupt zu summieren ist. Dann finden Sie da diese Aufgabe. So, jetzt sind Sie Assyrologe am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und wollen jetzt rauskriegen, wofür stehen denn die ganzen Zeichen da? So, jetzt, okay, dann könnte man noch sagen, ich fasse das schon mal noch so ein bisschen zusammen. Also hier wird ja scheinbar ein Zeichen immer mehrfach hingeschrieben, das könnte ich mal anfangen zu ersetzen. Dann sieht letzten Endes die Aufgabe so aus, das bleibt da übrig. Fleck plus Auge plus dreimal Auge mit was hinten drin und so weiter. So, ist vielleicht nicht so günstig. Was Sie jetzt, Sie kämen jetzt vielleicht auf die Idee zu sagen, naja, den Fleck und das Auge, die nenne ich mal A und B und so weiter. Also ich führe da Variablen ein, weil Sie sind ja Mathematikerinnen und Mathematiker. Dann haben Sie aber immer noch ein Problem. 5 Variablen, eine Gleichung. Wenn Sie jetzt in der linearen Algebra ein bisschen aufgepasst haben, haben Sie vielleicht den Eindruck, dass das etwas wenig ist, um dann in irgendeiner Form zu einer Lösung zu kommen. Ja, aber man weiß, jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Das ist ja nicht einfach eine Additionsaufgabe, sondern dieser Fleck und dieses, ich sage immer Auge an sich, ist das ein Behälter und hinten das Ding, wo man nicht so genau weiß, was es ist, Behälter mit einem Henkel dran, keine Ahnung. Das sind ja Zahlzeichensysteme und da gelten gewisse Regeln. Also man darf zum Beispiel davon ausgehen, dass der Fleck, der ganz vorne steht, eine größere Zahl ist als die Flecken, die davor stehen. Und dass, wenn man eine bestimmte Anzahl von Flecken hat, man hingeht und ersetzt die durch einen größeren. Im Grunde genommen sind da 3 Regeln. Das erste ist die Korrespondenzregel. Also wenn Sie jetzt irgendwelche Objekte zählen und Sie fangen meinetwegen links mit diesen, ganz rechts mit diesen komischen Haken da, mit dem Auge dran an, ja, sieht ein bisschen aus wie ein rausgerissenes Auge vielleicht, also, um es mal makaber zu machen. Also da legen Sie erstmal so rausgerissene Augen hin, so oft. Und irgendwann scheint eine Grenze erreicht zu sein, wo Sie dann sagen, jetzt tausche ich die rausgerissenen Augen gegen so einen Becher ein. Das nennt man die Ersetzungsregel. Ne? Also meinetwegen 5 rausgerissene Augen sind ein Becher. Und dann 2 Becher ergeben einen Fleck. Das heißt, wenn eine bestimmte Grenze überschritten wird, ersetzen Sie das durch ein anderes Zeichen. Das ist die zweite Regel. Und die Anordnungsregel, rechts stehen die ganz kleinen Sachen, links stehen die ganz großen Sachen. Und ich behaupte, wenn Sie sich an diese 3 Regeln halten, können Sie mit ein bisschen Nachdenken rauskriegen, wofür die Zahlzeichen stehen. Und weil ich das denke und weil ich Ihnen versprochen habe, dass es immer zwischendrin eine Übung gibt, ist das auch direkt die erste Übung und die teilt der Herr Scheiber jetzt aus. Was muss ich machen, um herauszukriegen, was diese Zeichen sind? Wahrscheinlich hinten anfangen. Gut. Was kann man denn aus der letzten Spalte erkennen? Ist lauter, ich höre nicht. Hinten steht zum Schluss 1, also 2 plus 3 ist 1, steht da. Ne? Eigentlich 11, ne?
Also 2 plus 3 ist 11, das können wir uns mal merken. Das würde nämlich heißen, von diesen Augen hier rüber, das ist sozusagen 4. So, und dann müssen wir uns merken, wir haben jetzt hier ne, einen eigentlich Überhang. Das heißt, hier haben wir 2. Hier unten steht aber gar nicht 2, sondern 0. Also muss das hier wohl 2 mal das davor sein. Okay. Aha, jetzt haben wir das hier 2 mal und da steht wieder eine 0. Muss das wohl wieder 2 mal sein? Gut. So, jetzt haben wir wieder 2 mal und hier müssen wir uns wieder die 1 dran schreiben. Ne? Da haben wir ja auch einen Übertrag gehabt. Also 3 plus 1 ist 4. Ja, und jetzt haben wir halt Pech. Ne? Das antwortet dann auch gleich die zweite Frage, die da auf Ihrem Übungszettel steht. An die Kreise kommen wir halt nicht ran, weil wir keinen Übertrag haben. Jetzt müsste man, natürlich hat man nicht nur eine so eine Tontafel. Jetzt hat man ja mehrere und dann findet man dann irgendwann auch die Überträge für diese Zahlen. Warum kann man nichts zu der absoluten Größe sagen? Irgendeine Idee? Naja, Sie wissen ja gar nicht, wofür dieses rausgerissene Auge steht. Ne? Also das könnte ja immer noch für 1 oder für 10 oder für 100 oder für 1000 oder für 6 oder für 4 von irgendwas stehen. Das weiß man ja gar nicht. Also weiß man nur die relativen Größenverhältnisse aus dieser Aufgabe heraus. Gut, dann die zweite Aufgabe war eigentlich sogar ein bisschen leichter, meiner Meinung nach, mit diesen anderen Tontafeln. Schauen wir da auch nochmal hin. So, also hier haben wir nämlich nur noch intakte Augen und den Kringel. Ja, okay, was haben wir da? Oben, was steht hier quasi, wenn man das als Zahl aufschreiben würde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sowas wie 7, 1 oder 1, 7 in irgendeinem unbekannten Zahlensystem. Können wir vielleicht so aufschreiben. Und unten drunter haben wir 5. Ne? 5 und raus kommt 2, 2. Ja. Das legt doch nahe, dass das ein dezimales System ist. Oh. Gut, dann schauen wir mal, ob das passt. So, also hier haben wir 3 plus 3 plus 3 plus 3 und hinten kommt raus 10. Na, 20. Ja, das müssen andere Becher. Das ist eine mögliche Erklärung. Das sind andere Becher und das Verhältnis Becher zu Kringel ist quasi hier einfach ein anderes. Offensichtlich ist das hier nämlich ein Sechser-System. Also das, was hier gerechnet worden ist. Also das eine ist ein Sechser und das andere ist ein Zehner-System, ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, der hat sich verzählt. Ja. Könnte ja sein, hat sich auf einer der Tafeln hat sich einer verrechnet. Oder das sind tatsächlich verschiedene Zahlensysteme. Das sind zwei Hypothesen, die man da haben kann. Tatsächlich sind auch beide Hypothesen in der Geschichte verwendet worden. Die traditionelle Erklärung war, es hat sich halt einer verrechnet. So, und dadurch, dass man dann aber sehr viele von diesen Tafeln entschlüsselt hat, und hat man dann festgestellt, nein, es gibt einfach zu dieser Zeit eine ganze Reihe von Zahlsystemen, die alle mit ihrem Ursprungsbereich zusammenhängen. Da stand ja auch schon, in dem einen Fall sind das Bierkrüge und in dem anderen Fall sind das irgendwelche Zusammenfassungen von Getreideähren. So, da muss ja die Bündelgröße gar nicht unbedingt gleich sein. Da denkt man nicht so dran, ne? Wir bündeln jetzt immer in Zehnerstellen. Wobei, wir haben es ja teilweise auch noch, ne? Winkelmaße, Zeiten, da bündeln wir auch anders. Da haben wir auch nicht das ganz normale Dezimalsystem. Und so war das eben auch. Die waren da noch ganz eng an den Kontext gebunden. Hier sind ein paar Beispiele. Also für die meisten gezählten Objekte gibt es ein sogenanntes Sechsagesimalsystem, also wo 6 und 10 im Prinzip die Basen sind. Da fangen sie an mit 1,5. Da ist die Austauschregel dann 2 mal das, dann kommt 1, 10 und so weiter. Es gibt aber auch ein Bisechsagesimalsystem, wo als zweite Unterteilung auch noch 120 vorkommt. So, und dann gibt es noch andere Zahlsysteme für Hohlmaße für Getreide. Da hängt das sogar von den Sorten ab. Da hat man ganz verschiedene Übertragungen da in der ersten Stufe. Da gibt es manchmal, dass aus Zweien eine so eine Schale wird.
Manchmal wird aus 3 so eine Schale, manchmal sogar erst aus 10. Und danach geht es dann weiter und ist im Prinzip auch wieder annähernd sechsagesimal, wobei sie da auch einmal eine Dreier-Einteilung drin haben. Für Zeitspannen, die hatten auch schon Kalender, da gibt es dann Tage, 10 Tage, Monate, 10 Monate und Jahre. Und dieses Zahlzeichensystem mit den herausgerissenen Augen oder was auch immer das ist, da weiß man tatsächlich gar nicht, was der Anwendungsbereich ist. Kriegt man halt nicht immer raus, weil da steht ja nicht sehr viel auf diesen Tafeln. Übrigens können Sie, es gibt so, das kann man sich komplett als Buch, glaube ich, sogar runterladen, wo zig von diesen Tafeln sind und auch die Beschreibungen, was kostet quasi gar nichts von diesem Englund. Da sind dann auch die ganzen anderen Zeichen erklärt, diese Hieroglyphen, die da quasi noch auf den Tafeln drauf sind, wenn das interessiert. So, wo kommen die eigentlich her, diese Zahlzeichen? Ich hatte ja schon gesagt, dass das Proto-Keilschrift heißt, weil das im Wesentlichen Repräsentationen von diesen Zählsteinen sind. Also es sind jetzt keine Augen, weder herausgerissen noch sonst wie, sondern das sind Abbildungen der Zählsteine. Also erst hat man das mit den Steinen gemacht und dann hat man das Ergebnis in so eine Tontafel geritzt und das aber noch bildlich im Grunde genommen gedoppelt, was man da gesehen hat. Gut, aber wie? Jetzt kommt es ja irgendwie zum Übergang zur Keilschrift. Wenn Sie diese Proto-Keilschrift hernehmen, ist das ja noch so, dass wenn Sie, da haben Sie ja quasi auch schon Stellenwerte oder so ein Positionssystem. Das, was vorne steht, ist groß, das, was hinten steht, ist klein. Aber es ist noch so, dass Sie mit jedem Stellenwert, den Sie höher gehen, neue Zeichen einführen. Das ist auf Dauer natürlich unpraktisch, wenn die Zahlen sehr groß sind. Und das zweite Problem ist, das braucht ziemlich viel Platz, um das in Tontafeln zu ritzen und auch einigermaßen Geschick. Und dann entsteht irgendwann, wenn die Zahlen größer werden und so weiter, der Bedarf an einfacher zu schreibenden Zahlen und auch im Prinzip daran, dass man die Zahlen beliebig vergrößern kann. Und das funktioniert mit diesem abbildenden Zeichensystem nicht. So, jetzt kommen wir also in die Zeit um ungefähr 18. Jahrhundert vor Christus. Lese ich wieder ein bisschen was vor. So, was ist das für eine Zeit? Zu Beginn des 18. Jahrhunderts vor Christus herrscht ein Hammurabi über Babylon. Er erobert und vereint quasi ganz Mesopotamien und Babylon wird da zur größten Stadt. Und aus dieser Periode stammen auch die meisten von diesen Tontafeln, die überliefert worden sind. Wobei die nicht alle aus Babylon stammen, sondern irgendwo da aus dem Großbabylonischen Reich dann. Zu dieser Zeit entstehen gebildete Eliten, sogenannte Schriftgelehrte. Es gibt dann erste Ärzte und es gibt dann auch Sprachliteratur- und Mathematiklehrer als eigenständige Berufsgruppen und nicht mehr nur als Priester oder als Verwalter, die sich halt vorher mit Mathematik beschäftigt haben. So, und dann schreibt hier der Herr Melville auf seiner Seite Mesopotamian Math: Von bürokratischen und religiösen Hintergründen geerbt ist der charakteristische Stil der altbabylonischen Mathematik und Medizin und Rechtswissenschaft eine Leidenschaft für Listen und eine Betonung algorithmischer Verfahren, die eine komplexe Welt in zahlreiche verständliche Fälle zerlegt. So, aber jetzt zurück zur Mathematik. Wie kann man sich vorstellen, dass dieser Übergang vonstatten gegangen ist? Also wie sind die irgendwann auf die Idee gekommen, nicht mehr immer verschiedene Zahlen einzuführen, also verschiedene Zahlzeichen einzuführen, wenn die Zahlen größer werden, sondern mit solchen Stellenwerten zu arbeiten? Auch darüber kann man im Grunde genommen nur spekulieren. Kann ja nicht fragen. Hier nochmal überhaupt die Zahlen von 1 bis 59. Da sehen Sie auch, das ist so ein gemischtes System. Da ist zwar 60 der nächste Stellenwert, aber man nimmt eben noch die 10 mit rein. Und was man auch noch macht, man schreibt das so ein bisschen gruppiert hin, damit man irgendwie leichter lesen kann, ist das jetzt eine 8 oder eine 9. Also man schreibt die nicht einfach irgendwie hin. So, und was Sie sich vielleicht auch schon denken können, fürs Addieren und Subtrahieren ist so ein Zahlzeichensystem eigentlich ganz gut, weil wenn wir die 9 schreiben, gibt das Zeichen ja gar keinen Eindruck mehr von der Größe. Ist 7 größer oder ist 9 größer?
Hier haben sie aber noch so Repräsentationen davon. Und wenn sie jetzt plus rechnen, können sie einfach nachzählen, notfalls wie viele Hakel sind das. Und dann, wenn sie 10 Hakel haben, streichen sie einen durch und malen so einen anderen Hakel hin. Also fürs Addieren und Subtrahieren ist das eigentlich ein sehr gutes Zahlzeichensystem. Aber wie kommt man dazu? Also der Herr Reimer in seinem Buch mit dem etwas albernen Titel Count Like an Egyptian, ja, denken Sie mal an Bengels, dann wissen Sie, woher das kommt, der hat sich die Frage auch gestellt. Da geht es nämlich unter anderem dann auch noch über Sumerer und so weiter. Und erstmal, naja, wie wurde mit diesen Dingern gerechnet? Wir müssen uns wieder vorstellen, das sind ja eigentlich die Symbole von diesen Rechensteinen. Und mit den Rechensteinen ist doch wohl an so Rechenbrettern gearbeitet worden, die so ähnlich funktionieren wie ein Abakus. Hier sehen Sie eine Aufgabe, da soll man zwei Zahlen addieren. Was da so durchsichtig, so ein bisschen halbdurchsichtig gemalt ist, das sind die beiden Summanden. Die legt man in das Rechenbrett herein und dann guckt man in einer Spalte, liegen da mehr, als die Ersetzungsregel erlaubt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in die hintere Spalte gucke, dann liegen da irgendwie 12 Stück drin, erstmal von diesen halbdurchsichtigen Steinchen. Das heißt, aha, da muss ich 10 von wegnehmen und einen Stein in die Spalte daneben legen. Und dann die zwei, die da bleiben, das passt dann. Und das mache ich so weiter, bis ich bei der vordersten Spalte angekommen bin. Genauso rechnet man im Prinzip mit einem Abakus. Das hier heißt halt Felder-Abakus. So, und Sie sehen aber noch, es wird für jede Spalte ein verschiedener Stein benutzt. So, und jetzt sagt der Herr Reimer, der sagt das dann so, der hat da abends seine Steine reingelegt und am nächsten Morgen wollte er weiterrechnen und hat nur die falschen Steine mitgenommen und hat dann gemerkt, ach, das ist ja eigentlich egal. Ich muss ja gar nicht da immer diesen eher ovalen Stein in die dritte Spalte legen. Ich kann ja überall dieselben Steine reinlegen, wenn ich mir nur merke, an welcher Position der Stein gelegen hat. Das ist ja gar nicht nötig, dass ich dafür jede Spalte ein neues Zeichen habe. Ich kann ja einfach da immer dasselbe reinlegen. Und das ist im Prinzip der Übergang, der bei der Keilschrift stattfindet. Dass man das dann merkt, dass ich nicht immer neue Zeichen brauche, wenn ich mir die Position merke. So, jetzt zurück zur Quelle. Hier sehen Sie eine Tafel BM 22706. BM ist immer British Museum. Beim British Museum ist das sehr nett. Da kann man, wenn man Privatperson ist und braucht hochauflösende Bilder, dann schreibt man denen einfach eine E-Mail und zwei Tage später kriegt man einen sehr höflichen britische E-Mail zurück, wo dann ein Riesenbild dranhängt. Das ist wirklich, und Sie können vor allem nach den Tafeln suchen und nach allen anderen Exponaten. Und die dürfen auch verwendet werden mit Creative Commons Lizenzen und so. Also das ist wirklich sehr nett. So, aber trotzdem ist das natürlich für uns nicht Assyrologen etwas schwer zu lesen. Deswegen gucken wir uns wieder die Umschreibung von dem Herrn Damerow an. Aber immer noch eine ganze Menge Ton, würde ich sagen. Ich wollte erst Holz sagen. Also gucken wir mal ein bisschen genauer rein. Also ich verrate Ihnen mal, dass da vorne die Keilschriftnotation bedeutet Mal. Und hinten sagt der Herr Damerow, wenn man genau hinguckt, kann man in der zweiten Zeile diese Zeichen ausmachen. 4, 37, 46, 40. So, und dann, ja, was ist das jetzt für ein Teil? Ja, er sagt, das ist eine Potenztafel. Da sind die Potenzen einer Zahl aufgeschrieben. Und zwar in der zweiten Zeile steht dann quasi das x hoch 3. Und das ist die Zahl 4, 37, 46, 40. So, und jetzt wollen wir mal rauskriegen, von welchen Zahlen kommen eigentlich die Potenzen her? So, jetzt müssen wir also 4, 37, 46, 40 übersetzen, erstmal ins Dezimalsystem vielleicht. So, wie geht das? Haben Sie, glaube ich, in Zahlentheorie gemacht, diejenigen, die Mathematik haben. Ich schreibe die mal ab. 4, 37, 46, 40. Gut, also die 40 ist die eine Stelle, da passiert nichts. Plus die 46, das ist die 60er Stelle, also ist das 46 mal 60. Die 37, das ist die 60 Quadratstelle, also ist das 37 mal 60 Quadrat. Und die 4 ist dann die 60 hoch 3 Stelle. So macht man das. Also in die Richtung ist es sehr leicht, in die andere Richtung
freut man sich, wenn man einen euklidischen Algorithmus hat. Weil sonst ist das lästig, wenn Sie vom 10er-System ins 60er-System umschreiben wollen. So, jetzt habe ich das natürlich aus dem Bild rausgedrückt. Also so ist die ganze Rechnung, ist aber eh auch auf der Folie oben. Addieren tue ich das jetzt nicht, das verrate ich Ihnen einfach. Das ist 1 Million. Das ist schon mal erstmal relativ verblüffend. Man muss immer bedenken, das ist die dritte Zeile, also ist die zweite Zeile auf der Tafel, die geht da noch ein paar Zeilen weiter. Also die haben schon ordentlich großen Zahlenraum gehabt. Das wird ja jetzt immer mal 100 multipliziert. So, also gesuchtes X ist also 100. So, jetzt müssen wir wieder überlegen, wie kriegen wir 100 ins Sechsagesimalsystem umgeschrieben. Okay, dann 100 ist 1 mal 60 plus 40, also ist das 1, bisschen Platz lassen, 40 im 60er-System. So. Jetzt können wir noch mal überlegen, können wir das an der Tafel irgendwie kontrollieren, ob wir da richtig gerechnet haben. Dann schauen wir uns einfach die Tafel noch mal an und gucken, was sind da sonst noch für Zeichen drauf. Sehen Sie was? Wenn man es nicht weiß, ist es, glaube ich, nicht ganz so leicht zu sehen. Aber gucken Sie mal, ich mache Ihnen das mal gelb. 1 und dann 4 von diesen Haken dahinter. Das heißt, da steht in jeder Zeile mal 140. Da steht also immer die Zeile davor mal 140, mal 140, mal 140. Ist meine Behauptung. Jetzt könnten Sie noch sagen so, glaube ich nicht. Ich würde mal gern wissen, was steht denn eigentlich in der dritten Zeile da. Da müsste ja jetzt 100 Millionen stehen. Ne? 1 Million noch mal 100 nehmen. Boah, ja. Da haben wir jetzt natürlich den großen Vorteil, dass wir das elektronisch machen können. Da habe ich uns was gebastelt. Ja. So, dauert einen kleinen Moment. Und zwar haben Sie hier dann in GeoGebra einen kleinen Rechner, mit dem Sie Dezimalzahlen in Sechsagesimalzahlen und umgekehrt ausrechnen können. So, 100 Millionen wollten wir. Also hier sehen Sie mal zum Sehen, 103 ist 1,43, ne, weil das kriegt man noch im Kopf hin. 60 plus 43. So, 100 Millionen kriegt man nicht mehr hin. 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zup. 7, 42, das schreibe ich mir mal auf. 7, 42, 57, 46, 40. Okay, jetzt gucken wir nochmal wieder auf die Tafel. Das sieht aber, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal. 7, ja, jetzt muss ich hier mit dem Mauszeiger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ist schon mal gut. Nächste Stelle ist 42, 1, 2, 3, 4, 42, 1, 2, 3, 4, 5 und 7, 57, 1, 2, 3, 4 und hier wahrscheinlich 6, ne? Wissen wir nicht genau. Aber das sieht sehr gut aus und Sie können es für die anderen Zeilen auch noch überprüfen, das stimmt, also das passt. Das ist tatsächlich eine Potenztafel zur Basis 100, wo immer in jeder Zeile dann weiter mit 100 mal genommen wird. Und das ist schon erstaunlich, einfach wegen der riesigen Zahlen, die da auftauchen. Gut, jetzt haben Sie Sechsagesimalsystem, da haben Sie gar nicht so viele Stellenwerte, obwohl die Zahlen so groß sind. Sie haben ja immer 60 in einem Stellenwert, nicht nur 10. Nicht darüber. Gut. Also, was kennzeichnet dieses keilschriftliche Sechsagesimalsystem? Sie haben ein Zahlzeichensystem, das mit nur 2 Grundzeichen auskommt. Das hat deutliche Vorteile gegenüber diesen Proto-Keilschriften und auf deren Wiederholung und Positionierung beruht. Das eignet sich sehr gut für Addition und Subtraktion, wird dann aber sehr schnell lästig für Multiplikation. Und deswegen gibt es nach der Pause dann eine Information über Multiplikationstafeln. Man könnte ja zum Beispiel den Verdacht haben, wenn Sie mal überlegen, schriftliches Rechnen kriegen Sie bei uns hin. Sie haben 10 Stellenwerte, also müssen Sie sich ein kleines 1x1 mit 10 mal 10 Werten merken. Wobei Sie sagen können, naja, die einer Reihe 1x1 ist 1, das muss man nicht wirklich merken. Also sagen wir mal, Sie müssen sich 90 Werte merken. Aber wenn Sie jetzt überlegen, 60 mal 60, okay, die einer Reihe ziehen wir wieder ab. 59 mal 60, da müssten Sie sich aber ganz schön viele Einzelwerte merken. So, das ist nicht so gut, wobei das nicht ganz stimmt. Man rechnete das nämlich etwas trickreicher. Die Beschränkung auf 2 Grundzeichen hat aber noch andere Nachteile.
Weil wenn Sie mal überlegen, hier Keil nach unten und Seitkeil kann heißen 70, nämlich 60 plus 1, oder 3610, 60 Quadrat plus 10. Zwei Keile können heißen 2, 61 oder 120. Sie wissen ja gar nicht, welcher Stellenwert das ist. Leider ist nämlich keiner aus Indien vorbeigekommen und hat Ihnen eine Null vorbeigebracht. Und ohne Null ist das extrem lästig. Das ist ja schon bei dem Entziffern gar nicht ganz klar, wo sind eigentlich die Grenzen von den Stellenwerten. Man hat das dann im Prinzip versucht durch so Lückenschreiben und der Rest muss aus dem Kontext kommen. Aber das gibt es öfter, dann steht da 30 und gemeint ist aber 30 mal 60. Ja, das ist halt nicht so praktisch. Und das andere ist, dass das kleine 1 mal 1 ganz schön groß wird. Wir wollten uns mal angucken, wie die sich beholfen haben mit ihrem etwas ungeschickten, zu großen Stellenwertsystem mit dem Multiplizieren. Oder ich rede hier immer vom Wir. Ich wollte mir das mal angucken und Sie müssen halt mitgucken. So. Also das ist jetzt wieder aus diesem Buch Count Like an Egyptian. Also das ist nicht authentisch quasi abgebildet, aber so sahen die Multiplikationstafeln auf. Und was Ihnen schon auffällt, es sind keine 59. Also irgendeinen Trick haben die gefunden, um das zu beschränken. Und der Trick hängt halt damit zusammen, dass das ja so ein Mischsystem ist, wo sie sowohl die 10 drin haben, als auch die 60. Man sieht das, wenn man etwas ranzoomt. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. So, also da sehen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal eben gucken, was da auf der anderen Seite steht, 4 scheinbar. Ne? 4, 8, 16, weil 12, 3 mal 4 ist ja auch eher 12 als 16. Okay, so funktioniert das. Und dann geht es aber weiter 10 und bei 10 hört es dann erstmal auf. Dann geht es erst wieder weiter bei 20, 30, 40, 50. Ja, weil man ja dann die Multiplikation zerlegen kann, logischerweise, ne? Ich kann ja sagen, wenn ich zum Beispiel rechnen wollte, 53 mal 12, dass ich da sage, ich rechne eigentlich 50 mal 12 plus 3 mal 12. So bräuchte ich also nicht unbedingt die volle Multiplikationstafel. Also brauchten die jetzt nicht 59 mal 59, aber doch ein paar mehr. Weil bei diesen... Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich zerlege das immer in Zehner, weil durch den Sechser sind da die Übergänge etwas anders. Aber umständlicher war es dann trotzdem noch etwas. So, und jetzt geht's weiter, die Division. Wie hat das funktioniert? Da machen die sich im Grunde genommen zunutze oder die Idee, die die da entwickelt haben, wie die dividieren, hängt eng damit zusammen, dass das ja von diesem metrologischen Zahlsystem abstimmt. Stammt, also eigentlich Gewichtsmaße waren. Und bei Gewichtsmaßen hat man ja dann immer kleinere Einheiten. Sie können sich vielleicht auch erinnern, in der Volksschule lernen Sie ja auch erstmal das Dezimalsystem zum Beispiel mit Geldwerten kennen, wo man dann einfach sagen kann, 1 Euro sind 100 Cent. So, und jetzt können Sie auch mit halben Euro rechnen, ohne mit halben rechnen zu müssen, weil Sie einfach mit den 50 Cent rechnen. Und genauso ist das hier auch. Sie haben einen Gu zum Beispiel, das entspricht 60 Mana. Und dann können Sie sagen, ein Drittel Gu sind 20 Mana. Oder ein Viertel sind 15. Haben sogar noch einen Vorteil, während beim Dezimalsystem Sie nur Potenzen von 2 und 5 haben. Also das geht immer glatt für Halbe, für Fünftel, für Zehntel, für 25stel, für 50stel. Kommt da immer wirklich was Glattes raus. Hat die 60 mehr verschiedene Primfaktoren. Da kommt 2, 3 und 5 vor. Ja, nachgedacht, 2, 3 und 5. Das heißt, Sie können zum Beispiel auch Drittel schreiben, ohne dass da ein periodischer Hexagesimalbruch entsteht. Tatsächlich ist das so, dass die Hexagesimalzahlen hatten. Wie wir Dezimalzahlen haben, hinter dem Komma weiter, haben die tatsächlich das Stellenwertsystem nach hinten auch erweitert. Und das kommt eben aus diesen Gewichtssachen. So, und dann bürgert sich für dieses ein Drittel so und so ein,
so ein IGI dazu sagen. Und 3 IGI 20 bedeutet eben ein Drittel ist dasselbe wie 20, ein Viertel ist dasselbe wie 15, ein Fünftel ist dasselbe wie 12, ein Sechstel ist dasselbe wie 10, Achtel geht auch, ein Achtel ist dasselbe wie 67stel plus nochmal 30, 60 Quadratstel. Also dann zweite Stelle hinter dem Komma sozusagen. Und wir haben die jetzt dividiert. Die haben mit Reziproken multipliziert, also mit dem Kehrwert mal genommen. Dazu haben die sich Reziprokentafeln aufgeschrieben. Hier sehen Sie das, 2 ist 30, 3 ist 20. Wenn Sie sich da ein bisschen eindenken wollen, Sie müssen einfach immer nur an Stunden und Minuten denken. Ne? Halbe Stunde, 30 Minuten, Viertelstunde, 15 Minuten. Gut, Drittelstunde sagt keiner, wären aber 20 Minuten, ne? Und so weiter. Und das geht relativ gut bis 15, 16 sehen Sie da. Da sind natürlich Lücken. Ne? Sie haben nicht für alles, 17 geht zum Beispiel nicht, haben Sie kein Reziprokes. Können Sie jetzt entweder mit 16 oder mit 18 arbeiten oder Sie sagen dann 16 und 18 und dann bewege ich mich irgendwo in der Mitte. So ist das im Grunde genommen gelöst worden. Oder Sie haben noch Näherungswerte, die ein paar Stellen weitergehen, angegeben. Und da unten sehen Sie zum Beispiel, wie man 19 geteilt durch 8 rechnet, als 19 mal 1 Achtel und dann 19 mal 0,37. Und dann ist das jetzt auch noch so, jetzt können Sie sagen, ah, das ist ja immer noch lästig zu rechnen und ich muss da immer in meinen Multiplikationstafeln nachgucken. Ja, auch da haben die sich natürlich was überlegt, aber ich muss das mal nachblättern, damit ich jetzt keinen Quatsch schreibe. So, okay, schauen wir uns das mal an. Ich switche wieder rüber, ich schreibe mir erst die Aufgabe ab. 19 mal 0, Semikolon 37. So, zur Notation. Diese Klammerschreibweise mit der 60 unten, die Sie aus der Zahlentheorie vielleicht kennen, wenn Sie Mathematik studieren, die verwendet man da bei den Mathematikhistorikern und diesen Assyriologen eher nicht. Die machen das so, die schreiben zwischen alle Stellenwerte ein Komma. Und wenn Sie sagen wollen, da ist eine absolute Zahl, dann schreiben Sie zwischen da, wo Sie das Komma schreiben würden bei Dezimalzahlen, also zwischen den Einern, zwischen den Ganzen und den Sechzehnteln, da schreiben Sie ein Semikolon. Und dann haben Sie eine gute Unterscheidung. Und dann müssen Sie auch nicht gucken, ist da jetzt eine Lücke oder ist das einfach nur schlecht geschrieben, sondern Sie trennen wirklich alles mit den Zeichen ab. Das ist die moderne Transkriptionsregel dafür. So, jetzt wollen wir also rechnen 19 mal 0,37. Gut, wie geht das? Ohne Multiplikationstafel. Ohne Multiplikationstafel macht man das durch wiederholtes Verdoppeln. Also 37. Ich überlege mir mal, was ist das Doppelte von 7.30 Uhr? 2 mal 30 ergibt eine ganze Stunde, also 1 und 2 mal 7, 14, also kommt daraus 0,15. So, jetzt brauche ich das aber nicht zweimal, sondern es wäre vielleicht sogar gut, ich nehme das direkt achtmal, also das nochmal mal 4, das geht locker, weil das 15 Minuten ist genau eine Viertelstunde, also ist 8 mal 0,37 gleich 1. Oder? Ja, spricht nichts gegen. 8 mal 0,37 ist 1. 2 mal 0,37 ist 0,15. 0,15 mal 4. 4 mal 15 ist 60. 60 ist 1. 16 mal 0,37. Das ist 2. So. Gut. Jetzt wollte ich aber das nicht 16 haben, sondern ich wollte das 19 haben. Also zähle ich mal, dann nehme ich einfach das hier und dann noch plus einmal. Also 2, Semikolon 0. Plus 0, Semikolon 15, plus 0, Semikolon 37. Ja, das ist 2,2 Semikolon 22, 30. Ne? 7 plus 15 ist 22, bei der 30 gibt es keinen Übertrag. So konnte man das auch rechnen. So oft verdoppeln, bis Sie möglichst nah an der Zahl dran sind und dann gucken, was Sie von dem oberen gebrauchen können, addieren, dann haben Sie das Ergebnis, weil das Verdoppeln ist in der Regel relativ leicht in dem Zahlsystem. So ähnlich machen das die Ägypter übrigens auch, aber ich will nicht die nächste Übung spoilern. Ja, so.
Ja, was haben die? Ach so, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Oder das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Aber wenn Sie mal mit den Brüchen rechnen wollen, ich brauche das, glaube ich, später eh noch. Deswegen mache ich es mir schon mal auf. Habe ich natürlich auch ein GeoGebra-Plugin gebastelt, in dem Sie mit sechsagesimalen Brüchen rechnen können. Da können Sie jetzt einen Dezimalbruch eingeben und der gibt Ihnen dann den nächsten gerundeten Sechsagesimalbruch dazu an oder umgekehrt. Das brauchen wir nachher noch bei einer Quellenexegese, deswegen ist ganz gut, dass wir es offen haben. Ja, was kannten die in der Geometrie? Nicht unbedingt die Sätze, also aufgeschrieben haben die nicht die Sätze als solches, also so sei so und so ein rechtwinkliges Dreieck, dann gilt für die Kathetenquadrate, dass sie zusammen so groß sind wie das Hypotenusenquadrat, das nicht. Die haben Rechenanleitungen aufgeschrieben. Wir sehen auch gleich ein Beispiel. Aber aus diesen Rechenanleitungen kann man schließen, dass sie den Satz von Pythagoras und den Satz von Thales unter anderem gekannt haben müssen. Sie hatten korrekte Flächenformeln, Formeln wieder in Anführungsstrichen, die haben natürlich nicht aufgeschrieben, a ist gleich a plus b halbe, aber die hatten Rechenanleitungen, die gesagt haben, nimm die beiden Seiten, multipliziere sie und teile das durch 2. Nur das war eben immer mit konkreten Zahlen aufgeschrieben. Und sie haben eine Näherungslösung für allgemeine Vierecke, die Summe gegenüberliegender Seiten multiplizieren und das durch 4 teilen, beziehungsweise so wie es da steht, ist es ein bisschen anders aufgeschrieben. So richtig gut ist die nicht, je nachdem, wie das Viereck aussieht. Das müssen Sie zu Hause mal ausprobieren. Das kommt schon sehr darauf an, wie das Viereck aussieht, ob das eine gute Näherungslösung oder eine schlechte ist. Das können Sie ja mal zu Hause in GeoGebra basteln und ausprobieren, wie gut das funktioniert. Das hätte man natürlich jetzt auch nett machen können. Aber irgendwann muss man auch mal schlafen. So, okay, was hatten Sie in der Kreisberechnung? Das ist etwas ungewöhnlich. Die Kreiszahl, die man findet in Altbabylonien, ist durchgängig 5 oder sehr häufig 5. Und 5 deswegen, die haben nicht wie wir aufgeschrieben die Kreiszahl Pi als Verhältniszahl von Radius zu Umfang, sondern die haben eine Kreiszahl aufgeschrieben, die etwas aussagt über den Zusammenhang von Fläche und Umfang. So, also. Und 5 heißt dann eigentlich jetzt wieder 0 Semikolon 5, also 5 Sechzigstel. Und wenn man das mal nachrechnet, ne, u Quadrat mal 5 Sechzigstel, dann ist also u Quadrat durch 12, also u Quadrat durch 4 mal 3, also ist Pi gleich ungefähr gleich 3 nach dieser Näherung. Das ging vielleicht noch etwas schnell. Ich mache noch eben die Nebenrechnung, ne, damit Sie mir das auch glauben, dass das so stimmt. So, also da, Sie kennen das ja so, also Sie kennen ja vielleicht diese Formeln, Pi R Quadrat und der Umfang ist gleich 2 Pi R. So, jetzt müssen wir die zweite Formel hier mal nach dem Umfang auflösen. Das ist dann wohl R ist gleich U durch 2 Pi. Und jetzt setzen wir das in die Flächenformel ein. Ups, ja, danke. So, Sie müssen R brüllen. So, also jetzt setze ich das hier ein. Pi mal U durch 2 Pi, Klammer zu Quadrat, also U Quadrat durch 4 Pi. Und wenn man jetzt vergleicht, ne, bei dem anderen stand auch U Quadrat drin, 4 und aber kein Pi, sondern eine 3. Also ist 3 der Näherungswert. Wenn Sie 5 mal Umfang Quadrat gleich Fläche rechnen, arbeiten Sie faktisch mit einem Näherungswert von 3 für Pi. Das ist übrigens auch der Näherungswert für Pi, der in der Bibel steht. Gibt es irgendwie so ein Buch, wo 3 auftaucht als Näherungszahl für die Kreiszahl. Manchmal findet man auch, Pi ist ungefähr gleich 3 plus 1 Achtel. Das kommt aus einer anderen Näherung, da hat man hinter dem 5, da macht man das erst mit 5 und dann wird noch so ein Korrekturfaktor ranmultipliziert. Wenn man dann hinguckt, sieht man, da ist 3 plus 1 Achtel. Das ist natürlich besser, 3,125. 3,141, und da sehen Sie, da kommen Sie etwas besser hin. Sehnenlängen wurden auch schon gekannt. Und bei den Hohlmaßen, also den Volumina, Volumen vom Quader, Volumen vom senkrechten Prisma und Zylinder, das heißt also, die Altbabylonier hätten da wahrscheinlich schon die Bildungsstandards für die 8. Schulstufe bestanden. Ja, praktische Berechnungen haben dominiert für Kanäle, für Dämme, Ausschachtungen und Aufschüttungen.
Dafür ist das gemacht worden. Dafür sind übrigens diese Näherungslösungen für die Querschnittsflächen da bei den allgemeinen Vierecken teilweise auch ganz nützlich. So, jetzt aber nochmal zurück an die Quelle. Hier sehen Sie die Tafel BM 85196. Ja, da steht ziemlich viel drauf, das ist also wirklich Schrift. Wir greifen jetzt eine Aufgabe raus, die da drauf steht. Das ist quasi eine ganze Sammlung von lauter Aufgaben. Ein Balken 030 gar, von oben ist er 6 herabgekommen. Ich muss mal eben hier meinen Balken finden. Okay, da ist mein Balken. 30 Quadriere, 15 siehst du, 6 von 30 abgezogen. Ich sehe schon, da kommen wir so nicht weiter, ne? Also das versteht ja kein Mensch. Worum geht's da? Da brauchen wir ein bisschen Hilfe. Da geht es um die vielleicht älteste eingekleidete Aufgabe der Welt, die berühmte rutschende Leiter. Ein Balken, 0,30 ist der lang, von oben ist er 6 herabgekommen. Der Balken ist oben von der Spitze 6 runtergerutscht. Von unten, was hat er sich entfernt? Das A ist gesucht. Das ist eine Aufgabe zum Satz des Pythagoras. Jetzt gehen wir das mal Schritt für Schritt, können wir das durchgehen und sieht dann, was da gerechnet wird. So, das machen wir mal einmal für den schönen Effekt. So, jetzt muss ich wieder sehen, dass alles am Bild ist. Ah, das Bild vielleicht auch noch. Das wird hier schon logistisch schwierig. So, also, hier liegt das, da liegt was drunter, das ist das Problem. So, er, also 30 Quadriere, 15 siehst du. Also das ist ja eigentlich 0,30. Ne? Ich schreibe das jetzt mal immer in Buchstaben von dem Bild hin. So, jetzt sollte ich das Bild auch im Bild haben. Jetzt geht das nicht. Also B soll ich quadrieren. Ich soll also eigentlich rechnen 30 Sechzigstel zum Quadrat. Jetzt schummel ich mal. 30 Sechzigstel ist ein Halb, in Klammern zum Quadrat, ist gleich ein Viertel, ist gleich 15 Sechzigstel. Passt. So, das ist Zeile 1. 6 von 30 abgezogen, 24 siehst du. Da soll scheinbar diese Länge hier berechnet werden. Von den 30 ziehe ich die 6 ab. Diese Länge hier also ist das B minus H. B minus H, B minus H ist gleich 30 Sechzigstel minus 6 Sechzigstel ist gleich 24 Sechzigstel. 24 Quadriere, 9,36 siehst du. Okay, also jetzt quadrieren wir den ganzen Spaß hier. B minus H zum Quadrat. So, was sind das jetzt, die 9,36? Oh, puh, gucken wir mal. Also an sich müssen wir rechnen, 24 Sechzigstel zum Quadrat. Das schummel ich jetzt einfach mal und sage, naja, das sind 9,60 plus 36 Sechzigstel zum Quadrat. Können Sie zu Hause mal nachrechnen, das kommt auch hin. Für uns merken wir uns noch, das sind 4 25. So zur Kontrolle. Gut, 9,36 von 15 ziehe ab, 5 24 erhältst du. 3, was rechnet der jetzt? B Quadrat. Minus, stimmt das? Na, das habe ich falsch aufgeschrieben. B minus H zum B minus H, vierte Zeile. B minus H in Klammern zum Quadrat, das ist 9,36. Ach, von 15 ziehe ab. Gut, dass ich das Radiergummi mit habe. Ist eh okay. Von 15 ziehe ab, heißt ja, vorne steht die 15. Die 15 haben wir aber hier oben, das ist die B-Quadrat. Na, das war schon alles richtig, wie ich das gestern Abend mir schon vorgespickert habe. So, also B-Quadrat minus B minus H in Klammern zum Quadrat. Weil hier oben sehen Sie, das B-Quadrat ist das 15 und das B minus H, das ist dieses 9,36. So. Siehst du, 5, 24 kommt da raus, da kommt also raus 5 Sechzigstel plus
24 Sechzigstel zum Quadrat. Auch nochmal zur Hilfe für uns, die wir dezimal rechnen, sind das 9 Hundertstel. So, und jetzt 5 24 hat was als Quadratwurzel 18? Ja, das wollen wir einfach mal glauben. Also jetzt rechne ich was aus? B Quadrat minus B minus H zum Quadrat, daraus die Wurzel. Wobei das mit Quadratwurzel hat der Gericke irgendwie nett übersetzt. Normal steht da immer Quadrat und Seite. Und wenn dann da Seite steht, weiß man, das meint die Quadratwurzel. Also das hat er schon sehr stark übertragen. So, und da soll angeblich rauskommen 18 Sechzigstel. Das wären 3 Zehntel. Das sieht gut aus. Gut, und dann steht noch 18, hat er am Boden sich entfernt, also einfach A ist gleich. So, und jetzt können Sie das mal nachgucken. Das ist ja einfach der Satz von Pythagoras, der da angewendet wurde. Das ist genau der Satz von Pythagoras, mit dem auch heute noch mit der rutschenden Leiter die Schüler gequält werden. Natürlich bin ich hier wieder aus dem Bild rausgerutscht. So, ich schiebe es nochmal rein, damit es dann auch ganz drin ist. Ja, man kann halt nicht immer gleichzeitig gucken. Sie müssen da laut geben. Also bellen Sie immer, wenn was nicht mehr im Bild ist. Gut, also das ist so ein Beispiel, wo man sieht, die müssen eigentlich den Satz von Pythagoras gekannt haben, sonst wären die auf diese Berechnungsmöglichkeit nicht gekommen. Hier sehen Sie eine andere Tafel, die Tafel BM15285, auf der sind nur Aufgaben enthalten, aber keine Lösungen. Da ist zum Beispiel diese, so ist das nochmal transkribiert, ich war halt sehr ordentlich, habe immer die Transkriptionen rausgesucht und die Bilder. So, 1 ist die Länge, ein Quadrat in sein Inneres, 8 Dreiecke habe ich gelegt, was sind ihre Flächen? Das ist auch eine Aufgabe, wo es um Pythagoras geht und das Bild ist da auf der Tafel und Gericke ergänzt dann das Bild daneben auf der Seite, das stammt aber eigentlich von Schopenhauer, also ein paar Jährchen später, um es mal vorsichtig zu sagen, um nicht zu sagen 2000 irgendwas Jahre später, 3000 irgendwas Jahre später. Was man da denkt, ist, was gewesen sein könnte, ist, dass denen tatsächlich eine Begründung für diesen Spezialfall gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck bekannt war. Nämlich, wenn Sie mal überlegen, Sie haben da diese 8 Dreiecke, wenn die Sie jetzt so geschickt da nach außen wegklappen, dann sehen Sie, dass die 2 kleinen Quadrate, die auf ihrer Ecke jeweils stehen, sind ja jeweils aus 2 Dreiecken zusammengesetzt. Und das große Quadrat in der Mitte ist aus 4 Quadraten zusammengesetzt. Also hat das innere Quadrat genau 2-mal die Fläche von den 2 äußeren. Also 2-mal a² ist gleich b². Für diesen einfachen Spezialfall könnte man vermuten, haben die wahrscheinlich auch eine Begründung für den Pythagoras irgendwie gekannt, sagt der Herr Gericke. Die berühmteste, die darf überhaupt nicht fehlen, das ist, also wenn Sie irgendein Buch sehen zu babylonischer Mathematik, die ist immer drin. Die Jail Babylonic Collection 7289, die am meisten, wenn Sie bei Wikipedia auf die Wikipedia-Seite gehen von babylonischer Mathematik, dann ist die da auch drauf. Also die ist wirklich überall. Und da wird ganz viel drüber erzählt, was man da alles sehen könnte. Also den Satz von Pythagoras. Oder dass die schon das Heron-Verfahren hatten. Alles Mögliche wird da reingelesen. Wir gucken jetzt mal, was da nachweislich man da sieht. Und da brauche ich dann gleich auch noch mal meinen Rechner. Und ich brauche meinen Spickzettel, weil das kann ich mir nicht auswendig merken. So, aber normalerweise würde ich ja immer die Tafel wischen. Also diese kleinen Zeitverluste können Sie wahrscheinlich gut verschmerzen. Schauen wir uns das mal an. Also erstmal brauchen wir natürlich wieder eine Umschreibung. Dann sieht man die Sachen einfach besser. So, und jetzt gucken wir mal in dieses Buch von dem alten Herrn, hier dem Neugebauer. Der hat sich das ja schon angeguckt, da 1935. Und gucken mal, was der dazu sagt. Hier, so, jetzt muss ich die Tafel natürlich auch reinlegen. Offensichtlich sieht man oben eine 30. Die ist, glaube ich, sehr gut zu erkennen. Ne? Hier, da. Das ist eine 30. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier steht. Ich verrate Ihnen mal, wo die Stellenwerte sind. Weil das ist wirklich nicht so ganz leicht zu sagen. Man geht davon aus, dass die hier liegen. Das kann man so auch nicht sehen. Das schließt man dann immer aus dem Kontext. Also man versucht
probiert quasi verschiedene Kombinationen einfach durch und schaut dann, was ergibt Sinn. Nur so können sie letztlich das rauskriegen, was die Stellenwerte sind. So, wenn das so stimmt, dann ist die Zahl hier oben, ich nenne die mal 1, ist dann 1, 24, 51, 10. Und die Zahl 2, da trage ich auch mal die Grenzen ein, die wären hier. Also vorne hätten wir die 42, 42, ich mache hier mal die Kommas zwischen, 20 und 1, 2, 3, 5, also 25 und nein, es ist alles richtig, 35. 42, 25, 35. So, aha, jetzt sagt der Herr Neugebauer, 42 und 30, das sieht ja schon ziemlich so aus wie das Verhältnis von Seitenlänge zu Diagonale. Probieren wir das mal aus. Vielleicht hat da jemand ausgerechnet, wie lang die Diagonale in diesem Quadrat ist. Also was ist 30 mal 1,24,51,10? So, das rechnen wir jetzt im Kopf. Weil, ach, da nehme ich gar nicht 30 mal. Ich teile das einfach durch 2, das ist ja dasselbe. Mal 30 nehmen oder durch 2 teilen, das ist ja wurscht, da verschiebt sich nur ein Stellenwert. Das ist so, wie wenn Sie sagen, ach, ich nehme nicht mal 5, ich teile einfach durch 2 und hänge eine 0 hinten dran. Genauso mache ich das jetzt. Ich nehme das einfach mal 2 und hänge keine 0 hinten dran, sondern gucke dann, wo hinten der Stellenwert passt. Ich teile das jetzt durch 2. So. Geteilt durch 2, nicht mal 30, sondern geteilt durch 2. 1 Semikolon, 24 51,10 geteilt durch 2. Da ist immer ein bisschen die Frage, wo man am geschicktesten anfängt. Ich fange mal vorne an. 1 geteilt, macht man ja so bei Divisionen üblicherweise. Ne? Also 1 geteilt durch 2 ist doof. Also 60 geteilt durch 2 ist 30. Dann ist aber hier hinten eine 0. Übertrag ist 30. Das heißt, hier habe ich eigentlich stehen 54. 54 geteilt, ja, 54 geteilt durch 2 ist 2,7. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ey, ich muss ja die 24 auch noch halbieren. Die 30 muss ich mir merken. So, ich muss mir hier oben die 30 merken und die 24 muss ich durch 2 teilen. Das sind 12. Also habe ich hier 42. Das sieht schon sehr viel besser aus. Sie sehen schon, wo der Hase hinläuft. 25 geteilt durch 2, 51 geteilt durch 2 ist 25. Und dann bleiben mir 30 über, die ich mir hier oben noch hinnotieren muss. So, und dann 30 geteilt durch 2 ist 15 plus... Wunderbar. Das hat er gerechnet. Das heißt, jetzt wissen wir auch, wo das Semikolon sitzt, nämlich hier. 1 Semikolon 24,51,10 ist Näherungswert für die Wurzel aus 2. Das Verhältnis von Diagonale zu Seitenlänge ist Wurzel 2, hoffentlich im Quadrat. So, probieren wir mal aus, was das ist. Ich muss ja noch mein GeoGebra-Applet. So, also da kann man den Stellenwert frei wählen. Ist immer die Frage, wo man da anfängt, die einzugeben. Am besten wahrscheinlich von hinten. 10, so, jetzt ändert sich das da vorne alles dynamisch mit. 51, 24, das ist ein bisschen lästig einzugeben, das gebe ich zu. Aber das geht nicht leichter. So, jetzt stimmt das immer noch nicht, weil das Komma noch an der falschen Stelle sitzt. Sitzt das Komma noch dahin und erstaune, erstaune, das ist aber eine verdammt gute Näherung. 1,414219. Wenn Sie das runden nach der 2,9, dann stimmt sogar noch auf die Stelle 1,41213. Da ist noch alles korrekt. Alles korrekte Zahlen für die Näherung. Das ist schon einigermaßen überraschend.
Das ist nämlich tatsächlich die beste Näherung, die Sie hinkriegen, wenn Sie maximal 3 Dezimalstellen zulassen. Dann geht das gar nicht besser. Also die haben tatsächlich, die müssen irgendein Verfahren gekannt haben, wie die diesen Wert gefunden haben. Sonst kann das, also man kann nicht zufällig bei einer Approximation auf 3 Stellen den finden, der genau passt. Also das ist die beste Möglichkeit, die man hat, wenn man nicht sagt, man will jetzt noch mehr hinten dran hängen an Zahlen. Es gibt teilweise, steht irgendwo, dass es bis zu 6-stellige Approximationen sogar hinter dem Komma gibt, was dann schon sehr gut ist. Man muss ja überlegen, das sind 6/60 Stellen. Also da ist schon besser, als die meisten Taschenrechner das gespeichert haben. Ja, wie kann sowas sein? Wo kann sowas herkommen? Erstmal, was ist das? Aufgrund der Größe und der Beschaffenheit von diesem Tontablett geht man davon aus, dass das quasi eine der Lösungen von einem Schüler sind zu sowas wie der Tontafel davor, wo die ganzen Aufgaben drauf waren. Weil die ist relativ groß, also hat einen Durchmesser von 8 cm und stehen aber nur ganz wenig drauf. Das andere Ding, die sind alle nur so 20 cm oder hoch, so hoch, da sehen Sie ja, es war voll geschrieben mit den Keilschriftzeichen. Und das andere ist halt jemand, der noch lernt. Und der Wirt, dieses 1,2451,10, das hat er sich nicht ausgedacht oder so, der hat das natürlich aus irgendeiner Tafel. Die haben Tafeln mit Konstanten, da steht zum Beispiel die 5 drin für die Kreiszahl oder 1,2451,10. Ja, aber das, also wenn Sie jetzt nicht gerade denken, ne, dass also da so ähnlich wie bei Moses, ne, der stand da in der Wüste und dann hat irgendwie Gott ihm die Zahlen diktiert, dann müssen Sie jetzt sich irgendwie überlegen, wie kann sowas zustande gekommen sein? Und halt die Fowler und Robson, die haben anhand ganz vieler Tafeln versucht zu rekonstruieren, was ist eigentlich das Verfahren, mit dem die Wurzeln gezogen haben. Also wie haben die diese Näherungswerte gefunden? Und da ist es jetzt auch sehr hilfreich, dass wir uns das heute mit Technologie angucken können. So. Das funktioniert, das ist sehr ähnlich, wer das schon mal gehört hat, zum Heron-Verfahren. Aber es ist nicht genau dasselbe. Also es ist mathematisch absolut äquivalent, aber es ist so, von der Argumentation läuft es ein ganz bisschen anders. So, also wir fangen mal an. Wir sagen, n soll die Fläche des Quadrats sein, das wir suchen. Wir wollen ja Wurzel 2 zum Beispiel haben. Also wir brauchen eine Fläche, die ist 2 groß. Jetzt überlegen wir uns, wie lang ist die Seite? Wir nehmen jetzt einen Wert, der ein Stück zu groß ist. 2 ist sicher zu groß, weil wenn ich 2 quadriere, kommt ja 4 raus. So, unten ist ein Quadrat gemalt, das ist 4 groß. Oben steht, 2 ist mein erster Näherungswert für die Wurzel aus 2. So, was machen wir als ersten Schritt? Wir malen uns mal hin, was zu viel ist. So, also das ist, eine Seite ist jetzt 2 lang, das Quadrat ist 4 groß, wir wollen aber eigentlich ein Quadrat, was nur 2 groß ist, also müssen wir die andere Seite wohl 1 lang machen. Das ist das Rechteck, was da steht. Die eine Seite ist genauso lang wie unser AN und die andere Seite ist quasi A Quadrat, kann ich jetzt leider da nicht draufschreiben, aber mache ich dann nachher am Zettel nochmal, ist quasi A Quadrat minus N lang. Das ist in diesem Fall 1. So, jetzt teilen wir das in die Hälfte und legen das geschickt in das andere herein. Und jetzt gucken wir mal nach. Wenn das möglich wäre, die 2 Streifen so in das vordere Quadrat reinzulegen, dass da direkt wieder ein Quadrat entsteht und sich nichts überdeckt, dann wird das ja genau passen. Weil vorne das Quadrat ist 4 groß, das Rechteck ist 2 groß. Jetzt lege ich das Rechteck in das Quadrat rein und das, was unbedeckt bleibt, hätte als Fläche dann genau 2. Ganz funktioniert das nicht, sehen Sie? Da ist leider unten so ein kleines Quadrat, wo die sich beide überdecken. Das ziehe ich also zu wenig ab. Die Fläche von dem da oben ist immer noch ein Stück zu groß von dem hellgrauen, weil ich ziehe hier ja eigentlich 2 ab von 2. Aber hier sehen Sie, da unten ist so ein Viertelquadrat, das genau zu groß ist. Also das ziehe ich zu wenig ab, wenn ich mir das obere angucke. Aber es wird doch 3/2, ne, das ist ja hier 3/2 lang jetzt. 1/2 habe ich unten abgezogen, weil hier oben die Seite 1 lang war. Ziehe ich hier unten 1/2 ab. Da ist ein Quadrat, das hat genau 9/4 Quadrate, beziehungsweise 3/2 ist das lang. Wird doch wohl 3/2 der nächstbessere Näherungswert sein. So, probieren wir das mal aus. 3/2. Und da sieht man, oh, das ist aber schon ein ganzes Stückchen besser.
So, jetzt muss man das natürlich noch irgendwie notieren. Und das ist mein Schritt 4. So, jetzt hätte ich als nächsten Wert, hätte ich dann 17 Zwölftel schon in der zweiten Näherung. Kann ich mal eintragen, damit man mal sieht, wie nah man dann langsam daran kommt. Jetzt sehen Sie nicht, ist gleich das Quadrat nur noch ein kleiner Streifen. 17 Zwölftel, übrigens auch noch ein Wert, der für die Babylonier sehr gut handhabbar ist. Ne? Sechsagesimalsystem. So, und jetzt sehen Sie schon quasi keinen Unterschied mehr. 577 durch 408 müssten wir jetzt mal in den Taschenrechner eintippen. Da wären Sie schon quasi an der Stelle, wo Sie sagen können, das ist jetzt dann schon ein Näherungswert, der nah an dem Ding ist. Also Sie brauchen drei, Sie müssen glauben, dass die Babylonier so ein Verfahren dreimal hintereinander ausgeführt haben und es ist dokumentiert, dass diese Argumentation nicht genau mit den Bildern da ist, dann kann man sich erklären, woher dieser Näherungswert kommt. Es ist also ein extrem schnell konvergierendes Verfahren, weil es genau das Heron-Verfahren ist und das Heron-Verfahren ist eben einfach gut. Ich könnte Ihnen jetzt noch dran malen, wo da genau die Dings sind, das brauchen Sie aber, glaube ich, nicht. Also ich hoffe, es war in meiner, so wie ich es erzählt habe, auch nachvollziehbar, woher dann jeweils die Seitenlängen kommt. Ich hätte das jetzt noch auf Papier und könnte Ihnen, aber was soll der Geiz, ne? Wo wir es schon so schön in bunt ausgedruckt haben, können wir das da auch noch eben dran schreiben. Also nur, damit man das hier nochmal ein bisschen besser sieht, wo die Formel herkommt. Hier ist ja wohl die Seitenlänge a jeweils, also hat das als Fläche a Quadrat. Hier habe ich auch nochmal die Seitenlänge a. Ich will, dass das hier, also an eigentlich, ich schreibe jetzt mal immer nur a, oder nein. Also wenn, machen wir, so viel Zeit muss sein. So, an. So, jetzt will ich, dass das hier die Fläche hat. Also das soll das, was zu viel ist, das soll genau hier liegen. Also brauche ich da a als Fläche für dieses Gedöns, brauche ich an Quadrat minus n. Eine Seite ist an lang, da muss ich die andere an Quadrat minus n durch an lang machen. Weil für den Flächeninhalt muss ich ja wieder multiplizieren. Wenn ich an mal an Quadrat minus n rechne, kürzt sich das ja genau weg. So, also passt das. So, und jetzt lege ich die hier rein und schaue mir an, wie lang ist diese Seite. Naja, das Stückchen, das hier ist, das, das ist doch wohl das hier, diese Seite und davon die Hälfte. So. Und wenn ich das hier, diesen Ausdruck, der da oben steht, den habe ich da oben nur mit einem b ersetzt, damit da nicht so viel in der Formel steht. So, also das hier ist b durch an halbe. So, und diese Seite, die neue Seite, ist also genau an minus 1 halb mal ban. So entsteht die Formel. Und das ist eben eine Näherungsformel, die kann ich jetzt immer wieder anwenden. Könnten Sie in Excel eingeben und sich runterziehen. Schon, ich glaube, schon nach der siebten Zeile oder so ändert sich da in Excel gar kein Wert mehr, weil dann die Rechengenauigkeit von Ihrem Computer erreicht ist. So, das ist also wirklich ein sehr effizientes Verfahren, was aber auch logisch sozusagen im Aufbau ist und wo man davon ausgehen muss, dass das im Grunde genommen den Babyloniern bekannt war. Sonst könnte man sich nicht erklären, woher diese Näherungen kommen. Gut. Jetzt haben wir es auch so gut wie geschafft, 5 Minuten glaube ich noch. Schauen wir noch, werfen wir noch einen Blick in die Algebra hinein, dann habe ich eh keine Folien mehr, dann ist es Feierabend für heute. Ich weiß gar nicht, hätte ich schon früher aufhören müssen? Sie müssen so ein bisschen mit aufpassen. Also bimmeln Sie, rufen Sie sich gegenseitig am Handy an oder versuchen Sie sonst irgendwie das bemerkbar zu machen. Was kannte man? Lösungsverfahren für lineare und quadratische Gleichungen, auch wieder aufgeschrieben als so Rechenanleitung, für spezielle kubische Gleichungen und für, also nicht für alle, aber für ein paar, und für lineare und spezielle lineare Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten. Auch hier, da sehen Sie mal übrigens, das habe ich hauptsächlich mit reingenommen, das Bild, damit man mal sieht, wie dicht beschrieben diese Tafeln sind. Das sehen Sie, das ist nur ungefähr 20 cm lang. Da steht aber eine Menge Text drauf. Also da musste man mit diesem Griffel, mit dem das da reingeritzt wurde, schon ganz schön gut arbeiten können, um sowas zu machen. Also das ist jetzt so eine Tafel. Das ist wieder eine Tafel, wo lauter Aufgaben draufstehen, ganz viele. Alles Aufgaben zu quadratischen Gleichungen. Und eine davon habe ich mal mitgenommen, damit man abschließend sieht, wie das geht.
die entwickle ich jetzt nicht so schön Hand für Hand, weil ich dann zu faul war, das alles noch zu techen und dann einfach das aus dem Buch eingescannt habe. So, also so sieht das aus. Ganz links ist quasi das Originalgetreue, so wie es geschrieben ist. Die Fläche des Quadrates, das der Seite angefügt ist, ist gleich die PFER und dann Dal Medico. Die schreiben das irgendwie ein bisschen anders. Die schreiben nicht 0 Semikolon 45, sondern machen in das 45 so einen Strich nach oben. Das liegt dann wieder, glaube ich, an Sprachräumen, dass das Buch das Original Französisch ist. Die Notation ist da in der Mathematikgeschichte nicht so vereinheitlicht wie in der Mathematik. So, also die Fläche des Quadrates, das ist x Quadrat, das der Seite angefügt wird. Die Fläche des Quadrates, das der Seite angefügt wird. X Quadrat, Quadrat ist das Quadrat, ist x Quadrat und die Seite ist x. X Quadrat plus x ist gleich 45 ist eine Dreiviertelstunde. Also steht da eigentlich x Quadrat plus x ist gleich 3/4. Das heißt, das Lösungsschema, das Ihnen jetzt erklärt wird, ist die Lösung für die Gleichung x Quadrat plus px gleich q. Sie müssen jetzt immer überlegen, die hatten tatsächlich, ich glaube, bei den Babyloniern sogar 9 verschiedene Fälle von quadratischen Gleichungen. Das liegt daran, dass nichts negativ sein soll. Dann hat man mehr Fälle. Sie kennen eine Lösungsformel, p halbe plus minus Wurzel aus. Und die brauchten aber Fallunterscheidung, damit dazwischendurch beim Rechnen nichts negativ, keine negativen Zahlen auftauchen. Du setzt 1 als Einheit. Warum? Weil ich einmal die Seite angefügt habe. Also das ist das P. Du teilst 1 in 2, ergibt 30 Minuten wieder, wenn Sie in Stunden denken. Das ist das P halbe. Du vermehrst 30, du vermehrst um 30 geteilt durch 15. Ja, das ist wieder die 1 mal 1/2 ist 1/4, also da haben wir P Quadrat Viertel. Und so geht das weiter, Schritt für Schritt. Und was da rauskommt, ist letzten Endes eine Lösung entlang nichts anderem als der PQ-Formel, die Sie auch kennen. Also die gab es im alten Babylonien schon in Aufgabenstellung. Ja, und das soll dann für heute auch reichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche im selben Theater. Ja. Ich nehme Sie dann auch in die Lehrveranstaltung auf, da stehen die ganzen Folien drin. Video wird ein bisschen dauern, also es gibt es dann irgendwann Anfang nächster Woche. Mhm.